Ta, 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 ta. Und wir beginnen natürlich unsere wissenschaftliche Tagesschau erst wieder mit den Kurznachrichten. Und das ist ja unsere Tagesthemen. Das ist ja unsere beliebteste Sendereihe bei den Zuschauern. Die wollen ja unbedingt wissen, was sind die Irrtümer von Dr. Markus Krall und so weiter. Und warum sind die so gefährlich und warum trägt die Gemeinwohlökonomie von Christian Felber, obwohl die, also der Christian Felber würde wahrscheinlich denken, er ist ja ein Kritiker von Dr. Markus Krall und jeder Form des freien Marktes und des Neoliberalismus, also zumindest im Sinne, also Christian Felber würde sagen, ich kritisiere den Kapitalismus, ja. Und dem steht ja quasi der Dr. Markus Krall sehr nah mit seiner Befürwortung eines neoliberalen oder freien Marktes sozusagen. Schluck Wasser. Aber beide irren sich. Also Christian Felber unterschätzt die Gefährlichkeit, also die Gemeinwohlökonomie, die GWÖ unterschätzt die riesige Gefährlichkeit von ungelenktem Markt- und Arbeitsteilung, und zwar riesig. Und genauso Dr. Markus Krall unterschätzt eben auch die riesige Gefährlichkeit von ungelenktem Markt- und Arbeitsteilung. Nicht nur Gefährlichkeit, es sind nicht Gefährlichkeiten, es sind Schädlichkeiten. Also ungelenkter Markt und ungelenkte Arbeitsteilung sind die absoluten Killer der Menschheit. Ne? Das ist die Haupttodesursache der Menschheit schlechthin. Ne? Und zwar ungelenkter Markt und ungelenkte Arbeitsteilung. Aber da kommen wir nachher dazu. Erstmal stellen wir wie immer unser Tagesbild richtig ein. Ja, so können wir es lassen. Schönes Tagesbild. Und ja, wir beginnen wie immer mit den Kurznachrichten und nachher kommen wir zu den Tagesthemen. Ja, wir sollten ein neues Wort kreieren. Den Gefährlichkeitsüberschätzungsbias. In Bias meint man in der Wissenschaft sozusagen so etwas wie einen Verzerrung, einen, ja, man könnte sagen, wie so eine Art Prisma, das den Blick ablenkt oder die Strahlen ablenkt, kommt es zu einer systematischen Verzerrung und einer systematischen Fehlwahrnehmung. Und der Gefährlichkeitsüberschätzungsbias ist das, was sich in der Evolution grundsätzlich durchsetzt. Also ganz kurz hier. Ja, wir vom, ach so, Next Scientists for Future vom Weltrat. Ach so, ganz kurz noch die Nachricht, während ich hier blättere. Gerade hatte ich ein tolles Gespräch mit einem Herrn Stut, der also auch bei KenFM schon viele Sendungen gemacht hat. Eine Sendung mit Bodo Schiffmann, mit zwei Krankenschwesterinnen und so weiter. Und da habe ich dann vier Sendungen von ihm gefunden, die zusammen eine 400.000 Klicks haben. Also das ist beachtlich, ne? Also und er hat uns eingeladen, also unsere Corona, Team Corona, der Next Scientist for Future.de, also einen Professor, einen Dr. Med, einen Zahlenspezialisten und mich eingeladen für eine Talksendung in morgen oder übermorgen hier bei uns. Ja, genau. Ja, also gute Nachricht, aber jetzt nochmal zum Gefährlichkeitsüberschätzungsbias. Hier haben wir einen Früharzt, der hat diesen Gefährlichkeitsüberschätzungsbias nicht, sondern lebt in der Wahrheit und sagt, ja, ist ja toll, dass ihr euch so naturbelassen ernährt und einen so naturnahen Lebensstil pflegt, euch viel bewegt und euch gesund ernährt. Da habt ihr starke Immunsysteme und braucht mich als Früharzt eigentlich gar nicht. Ne? Das ist die Wahrheit oder nichts oft. Ja? Und dann hier haben wir den sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion zwangsläufig auftauchenden, erstens sich irrenden Früharzt, ja, und
Der sagt, der hat jetzt diesen Gefährlichkeitsüberschätzungsbias. Der irrt sich und sagt, ach nein, also ihr könnt ruhig auch die moderne denaturierte Nahrung essen, die ist genauso gesund. Nein, es sind die Killer und die Killerviren und die Bakterien und so weiter, die bringen euch um, die sind total gefährlich und so weiter. Und ihr Menschen können eben sowieso nicht überleben ohne Impfungen, ohne Tests, ohne Operationen, ohne Chemotherapie. Bestrahlungen und Antibiotika können eben Menschen nicht überleben. Warum sozusagen in der Evolution die Menschheit nie ausgestorben ist, ist ja die Frage, die er sich nicht stellt, ne? Sondern der glaubt das wirklich. Der glaubt diesen Irrtum, ja? Und dadurch kann der natürlich, die Leute werden sich falsch ernähren, werden dadurch chronisch krank werden und er kann ihnen eine Maßnahme nach der anderen verkaufen. Und dadurch kann er dann hier zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel und so weiter ernähren. Und er wird der Vorfahre von Drosten, Wieler und Lauterbach, also sozusagen von den Mainstream-Ärzten, während hier der immer zu kämpfen hat, eventuell sogar seinen Laden schließen muss nach der dritten Generation, weil er eben kaum was verdient, weil er auch wirtschaftliche Nachteile in Kauf nimmt. Und das ist sozusagen ein Ausnahmeärzt. Also wenn, dann wenn, also quasi, und immer wieder entstehen in der Evolution zum Glück diese Ausnahmeärzte wie Bhakti, Schiffmann und so weiter. Die also sagen, nee, also Geschäft ist, ich habe ja nicht Medizin studiert, um ein maximales Geschäft zu machen, sondern es geht mir auch darum, wo ist Wahrheit, was ist gut für meine Kunden und so weiter, ja. Und das ist eher, wenn dann eine Art Vorläufer der Ausnahmeärzte und das ist der Mainstream-Arzt. Und dieser Mainstream-Arzt sozusagen, die Mainstream-Ärzte sind alle mit diesem Gefährlichkeitsüberschätzungsbias versehen, also ausgestattet, also mit dem entsprechenden gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtum. Ja, und ich vergaß noch bitte, das Video schneller zu stellen, weil ich ja so langsam rede. Schluck Wasser. Also rechts unten ist das Zahnrädchen, bitte dort die Geschwindigkeit nach Belieben einstellen. Ne? Ja, und dieser Gefährlichkeitsüberschätzungsbias, das ist ein Virus des Geistes, das ist die eigentliche Seuche der Menschheit. Und woher kommt die? Eben unter Bedingungen von ungelenktem Markt und Arbeitsteilung muss es zwangsläufig zur massenhaften Ausbreitung von gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümern kommen, zu denen eben auch dieser Gefährlichkeitsüberschätzungsbias der pharmazeutischen und medizinischen Industrie gehört, sozusagen. Ja, und aufgrund solcher vieler, weil es so unter Bedingungen von ungelenktem Markt und Arbeitsteilung, also lieber Dr. Krall und lieber Christian Felber, hören Sie genau zu, weil es eben sozusagen unter Bedingungen von ungelenktem Markt und Arbeitsteilung zwangsläufig zur massenhaften Vermehrung von gewinnbringenden Irrtümern kommen muss, ist auch die ganze Politik so weit von der Realität entfernt. Ja, ist ja jedem klar. Also es können ja zum Beispiel die Thesen der Linken und die Thesen der CDU können ja nicht beide stimmen. Also es muss ja eben eine von beiden muss mindestens falsch sein. Das Schlimme ist nur, dass fast alle Thesen, fast aller Parteien einer naturwissenschaftlichen Überprüfung alle nicht standhalten, sozusagen fast alle nicht standhalten, eben weil unsere Gesellschaft so überschwemmt ist mit solchen Gefährlichkeitsirrtümern oder nennen wir sie auch Viren des Geistes, ne, die uns verseuchen und einer Gehirnwäsche unterziehen. Und das ist das Dilemma der Menschheit, ne? Und dafür sind ja die Next Scientists for Future.de da, diese Viren des Geistes, diese Irrtümer sozusagen zu korrigieren. Ja, aber dann zur Demo am Samstag und Sonntag. Also Maßnahmen nicht einhalten ist halt immer verkehrt. Ja, warum?
Wir müssen uns ja erst einmal hineinsetzen. Wie geht es denn? Also oft fehlt den Menschen die Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen reinzuversetzen. Wenn jemand einmal gehört hat vom Mainstream der Medizin, also von Professor Drosten und von Kanzler Kurz, die Gefährlichkeitsüberschätzung einmal gehört hat, Schluck Wasser, und die wirklich in seinem Gehirn in den Bereich, das ist Wahrheit, überführt hat, sozusagen, dann glaubt er das. Und wenn er das einmal glaubt, dann erscheinen ihm natürlich alle Leute, die sagen, nein, Corona ist doch nicht viel gefährlicher als, ist doch nicht gefährlicher als eine kräftige Grippe, sozusagen, dann hält er das für Unwahrheit. Und da wir in einer Kultur der vollständigen Verrohung leben mittlerweile, auch eben verursacht durch Markt- und Arbeitsteilung in der ungelenkten Form, das ist jetzt, führt jetzt aber zu weit, das genau zu erklären, nochmal zu belegen, wie eben diese Verrohung der Gesellschaft auch die automatische Folge, zwangsläufige Folge von ungelenkten Markt- und Arbeitsteilung sein muss. Ja, das ist kein beliebiges Phänomen, sondern das entsteht zwangsläufig. Und in dieser Verrohung liegt es dann nahe, anstatt sich die Mühe zu machen und den Leuten zu erklären, warum denn die von Kurz und Drosten prognostizierten zum Beispiel 100 bis 130.000 schwedischen Corona-Toten nicht eingetroffen sind, sondern nur 6.000 Corona-Tote in Schweden vorliegen, obwohl in Schweden das Virus genauso wie in Weißrussland völlig freie Ausbreitungsbahn hatte. Alles, was an die Leute so an Schutzmaßnahmen gemacht haben, war ja nur Alibi, denn über die Schulkinder hatten das Virus völlig freie Bahn zu jedem Schweden. Warum sind dann aber bitte jetzt nicht 120 bis 130, 100 bis 130.000 Schweden an Corona gestorben? Ja, vielleicht eben, weil Drosten und Kanzler Kurz einer drastischen Gefährlichkeitsüberschätzung unterliegen, also einem gewaltigen Gefährlichkeitsüberschätzungsbias aufgesessen sind oder unterliegen. Ja? Aber wenn die das doch so glauben und dann dazu übergehen, weil die Gesellschaft verroht ist, anstatt den anderen ihre Wahrheit zu erklären, einfach die anderen zu beleidigen, die Andersdenkenden zu beleidigen, dadurch kommt es zu dieser Verteuflung jetzt der Leute, der Versuch, einfach mal das auf die Schnelle in die rechte Ecke wegschieben zu können. So nach dem Motto, das sind ja nur rechte Spinner, ne? Und so weiter. Ja, und so, das ist aber verständlich, wenn man versteht, einerseits die Verrohung in unserer Gesellschaft, das Fehlen von Argumenten als Umgang mit anderen Menschen. Und das Bevorzugen von Beleidigung anderer Menschen. Ja? Und von daher ist es doch auch verständlich, wenn jetzt jemand also in dieser Gefährlichkeitsüberschätzung ja lebt und das tatsächlich glaubt, dass der wirklich glaubt, dass über die Demonstranten, sich zwischen den Demonstranten das Virus verbreiten würde, auch die Polizisten infizieren würde sozusagen und dann über die Polizisten und über die Demonstranten alte Menschen infiziert würden und dann unnötig, vermeintlich unnötig daran sterben würden. Das ist die Glaubenswelt des Mainstreams. Und deswegen ist es taktisch immer schlecht, die Maßnahmen nicht zu befolgen bei einer Demonstration. Denn, wie gesagt, im Kopf der Mainstream-Bürger erscheint das als leichtfertige, fahrlässige Gefährdung der Gesundheit anderer Menschen. Und das ist einfach taktisch nicht gut. Man sollte sich immer pro forma an die Maßnahmen halten, ja. Und wenn man dann halt eine Maske trägt, die halt riesige Poren hat und die Luft gut durchlässt, dann hat man aber so zumindest dem
hat man ja der Gesetzeslage Genüge getan. Ja, das wäre vielleicht vernünftiger gewesen. Schluck Wasser. Wobei aus Sicht derjenigen, die in ihrer Gefährlichkeitsüberschätzungsblase oder in diesem Bias leben, für die ist es ja wirklich so, dass jeder gute Mensch eine Maske tragen sollte. Gesetzlich ist nicht vorgeschrieben, das darf auch eine löchrige Häkelmaske sein, sozusagen, weil die Lochgröße gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Aber für den, der also in dieser Gefährlichkeitsüberschätzungsblase beziehungsweise in diesem Bias lebt, für den ist natürlich das Verhalten der Demonstranten ein fahrlässiger Körperverletzungsversuch gegenüber dem Rest der Gesellschaft. Und das muss man verstehen. Und daran sollte man, hätte man sich als Demonstration auch halten sollen, ne? Von daher sind natürlich jetzt dann die sozusagen die ganzen Angriffe gegen die Demonstranten durchaus nachvollziehbar. Schluck Wasser. Ja, dann haben wir ein anderes Thema. Ach so, nee, gehen wir erst noch mal auf die Themen hier ein. Machen wir das im Block. In Moskau fand ein Marathon statt, wo die Leute sich alle kräftig schön infizieren konnten und mit Massen an Zuschauern, die sich alle kräftig infizieren konnten. Ja, wo sind jetzt bitte die Massen an Folgetoten? Jetzt müssten wir also mal so ein paar Wochen, innerhalb der nächsten Wochen müssten jetzt ja wegen dieses russischen Marathons da unheim, und bei den Zuschauern, die bei dem Marathon waren, müsste es da ein leichtes sein, die Russen zu interviewen in Moskau sozusagen und rauszufinden, wer war als Zuschauer auch dabei und so weiter, oder wer kennt Leute, die als Zuschauer dabei waren. Und jetzt müsste es ja Massen an Folgetoten geben. Das wäre ja eigentlich für einen guten Journalisten ein leichtes, dann in ein paar Wochen da sozusagen lauter Leute, lauter Interviewpartner zu finden, die ganz klar sagen: Ich kann beeiden, dass in meinem Bekanntenkreis jetzt infolge dieses Marathons jetzt die Leute um mich herum wie die Fliegen gestorben sind. Genauso das Gleiche könnte man jetzt auch machen mit den Demonstranten. Jetzt könnte man ja journalistisch rumgehen. Hier, wer kennt jemanden, der an den Demonstrationen dabei war, wo sich ja alle infiziert haben müssten? Wer kennt da Leute, die gestorben sind und so weiter? Bodo Schiffmann hat das ja auch gesagt, dass wir jetzt hinterher müssten doch die Journalisten jetzt lauter Zeugenaussagen bekommen, dass diese Demonstration ohne Masken jetzt Tausende an Toten zur Folge hatte. Ja, denn wenn zum Beispiel jetzt diese Gefährlichkeitseinschätzung, ja, wenn man sagt, diese Gefährlichkeitsüberschätzung, die Leute gehen ja dann vielleicht davon aus, dass 5% der Bevölkerung getot sind. Also wenn man dann sagt, 20.000 Demonstrationsteilnehmer, manche sagen 1,3 Millionen, manche sagen 15.000, ja. Sagen wir mal nur 15.000, dann müssten ja 5%, 10% davon wären 1.500, 5% wären 750. Dann müsste es jetzt plötzlich in den nächsten Wochen einen Schwall von 750 zusätzlichen Corona-Toten plötzlich geben. Wenn die These, sozusagen, die Thesen der Gefährlichkeitsüberschätzer sozusagen der Wahrheit entsprechen würden, ja? Gut, und das müssen wir mal abwarten. Wenn da keine entsprechenden journalistischen Berichte kommen, dann wahrscheinlich deswegen, weil die Thesen der Gefährlichkeitsüberschätzer wahrscheinlich möglicherweise nicht stimmen. Ja. So. Ja. Also es müssten ja jetzt alle Demonstranten tot umfallen, spätestens in ein paar Wochen, ne? Ja, Attila Hildmann hat wieder
beweislose Verdächtigungen geäußert und hat sehr harte Worte, glaube ich, gegenüber der Kanzlerin verwendet. Lieber Herr Hildmann, das darf man in Deutschland nicht. Man darf nicht einfach behaupten, ohne wirklich stichhaltige Beweise zu haben, dass eine Person irgendwie kriminell handelte. Und auch über eine Kanzlerin darf man das nicht behaupten, ja? Bitte unterhalten Sie sich mit uns und befreien Sie sich von dieser Tendenz, beweislose Verdächtigungen zu äußern, ne? Ja, gerade weil doch behauptet wird, dass auch Junge sterben könnten, müssten jetzt ja von den Demonstranten auch viele der Jüngeren ja auch sterben, ne? Und so weiter. Ja. Dann gibt es hier noch, ja. Ich gucke gerade noch, ob ich was noch für Sie finde hier. Ja, ein hartes Durchgreifen wird jetzt überall verlangt gegen die Demonstranten, aber das wurde komischerweise gegen die Black Lives Matter Demonstrantinnen und so weiter nicht gefordert. Na, da merkt man, dass überall mit zweierlei Maß gemessen wird. Aber wie gesagt, wir müssen das verstehen. Wenn jemand einmal die Gefährlichkeit einschätzt, einmal vermutet, es ist ein Killer-Virus, dann ist das da, dann alles die automatische Folge. Nur Kubicki von der FDP, Wolfgang Kubicki und Chrupalla von der AfD, die äußerten sich da sozusagen also die sagten, die Demonstration ist sehr gut verständlich, weil wenn Menschen so quasi, ja eben sozusagen zutiefst überzeugt sind, dass es sich um kein Killer-Virus handelt, dann ist es natürlich auch verständlich, dass die Menschen dazu neigen, ohne Maske zu gehen. Na, Schluck Wasser. Ja, aber jetzt gehen wir noch mal auf andere T Kurznachrichten ein. Einmal die Wohlfühlstimme. Also wir müssen ja darüber nachdenken, wie die Bevölkerung sich in der Evolution evoluieren sollte, ne? Und da sollte man die Wohlfühlstimme als Wahlrecht vielleicht frühestens ab 12 geben und man sollte den Müttern erklären, warum man nicht jedes ihrer Kinder um jeden Preis rettet oder retten kann. Ja? Wir haben das ja geschildert, dass die Evolution so verläuft. Also ganz kurzer Hinweis noch einmal. Wie verläuft die Evolution in Wirklichkeit? Hier haben wir den Arzt, den Ausnahmearzt. Und der sagt, nein, ich darf auf keinen Fall in den Fehler verfallen, eine Medizinethik zu entwickeln, die mir viel Geld bringt und der Gesellschaft riesige Schäden zufügt. Ja, das liegt zwar nahe, dass man eine Medizinethik entwickelt und die dann auch der Gesellschaft versucht beizubringen, die den eigenen Geldbeutel füllt. Ne? Das ist ja ganz verständlich. Aber das darf ich nicht tun und deswegen muss ich sagen, wir dürfen nicht die Illusion haben, jeden Menschen um jeden Preis immer retten zu müssen und zu sollen und dabei jeden Preis und jeden Ruin einer Gesellschaft dafür in Kauf zu nehmen. Das dürfen wir nicht tun. Denn die Evolution streut. Es werden, wenn ein Samenfaden und eine Eizelle verschmelzen miteinander und so weiter. Und dann liegt da ein Chromosomen- und Gencocktail vor, sozusagen, der kann völlig
nicht lebensfähig sein, der kann einigermaßen lebensfähig sein, der kann hohe Fähigkeiten beinhalten, kann geringe Fähigkeiten beinhalten. Das ist einfach ein Lotteriecocktail im großen Sinne, wobei natürlich die Lotterie immer um das kreist, was die Ausgangseltern sind. Also wenn zwei Eltern hier in allen Eigenschaften, nehmen wir mal an, durchschnittlich wären, ja, dann kreist diese Lotterie bei den Kindern natürlich da außenrum. Ja, und da kann es dann eben auch Kinder geben, die zum Beispiel, wenn zwei Eltern hier sind, vom Immunsystem her relativ sowieso schon genetisch sehr schlechte Immunsysteme haben, dann kann es auch mal sein, dass ein Kind geboren wird, das ein so schlechtes Immunsystem hat, dass es sein ganzes Leben eigentlich nur leiden wird und Schmerzen haben wird und an einer Krankheit nach der anderen leiden wird. Und jetzt kann ich natürlich als Arzt hingehen, ja, und könnte jetzt, kann als mich irrender Arzt sagen, nein, also meine Ethik ist ganz klar und die muss die Gesellschaft selbstverständlich von mir übernehmen, dass man jedes Kind schon im Mutterleib operieren muss und jede befruchtete Eizelle unbedingt um jeden Preis, egal ob die gesamte Gesellschaft darunter zusammenbricht, müssen wir den retten. In Klammer, was er natürlich nicht denkt und nicht sagt, weil das ganz viel Geld in meinen eigenen Geldbeutel bringt. Ne? Schluck Wasser. Und dieser, der sich irrt mit dieser Medizinethik, der wird automatisch mehr verdienen, wird mehr Kinder ernähren können und wird der Vorfahre des Mainstreams der Medizin, also Drosten, Wieler und Lauterbach. Ja? Und das ist unvermeidlich. Also das heißt, es ist unvermeidlich, dass unter Bedingungen, lieber Herr Krall, lieber Herr Christian Felber, so von wegen Tagesthemen, dass unter Bedingungen von ungelenkten Markt- und Arbeitsteilung solche pathologischen Ethiken sich massenhaft ausbreiten, an die dann auch der Mainstream im gesamten medizinisch-pharmazeutisch-industriellen Komplex wirklich fest dran glaubt, an deren Wahrheit, nur dass im Prinzip dann am Ende die gesamte Volkswirtschaft kaputt ist und die einzige Industrie, die noch blüht, ist die pharmazeutisch-medizinische Industrie und die Impf- und Testindustrie. Die sind die einzigen, die dann überleben werden und der Rest der Gesellschaft geht pleite. Und ist lebt nur noch, um das zu bezahlen, um den pharmazeutisch-industriellen Komplex zu finanzieren. Ne? Also ich hoffe, es ist deutlich geworden. Also wir müssen deswegen zu einer naturbezogenen, naturwissenschaftlichen Ethik zurückkommen und die heißt, wir müssen da sozusagen, wir dürfen nicht hingehen und die gesamte Gesellschaft ruinieren, um zum Beispiel jemanden mit einem völlig ungeeigneten Immunsystem, einem nicht lebensfähigen Immunsystem, um jeden Preis 80 Jahre alt werden zu lassen und ihn dabei 100.000 Mal zu operieren und zu behandeln und mit all den Schmerzen und mit all dem Leiden, was dabei eine Rolle spielt. Nein, das ist sozusagen, das müssen wir ändern. Ne? Und das bedeutet eben auch, dass wir natürlich, dass wir lernen, dass die guten Ärzte, also nach der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, also ganz kurz wieder, ach so, nee, hier war es. Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Da wird es dann so sein, dass also meine Wohlfühlstimme, meine Gesundheitsdaten und meine Langlebigkeitsdaten und zugleich die Wirtschaftswunderdaten Deutschlands mit darüber entscheiden, ob dieser Arzt einen Verdienstzuschlag kriegt. Und dadurch werden dann also die wahrheitsorientierten Ausnahmeärzte werden sehr gute Verdienstzuschläge bekommen und die anderen werden sich umstellen müssen, sonst bekommen sie gar keine Verdienstzuschläge mehr. Und dadurch wird das dann ganz normal werden, dass der Arzt der Zukunft dann automatisch sagt hier, liebe Mutter, dieses Kind
hat eine unendliche Leidensstraße vor sich. Wir können es jetzt gerne tausendmal operieren. Wir können es tausendmal behandeln. Es wird sich quälen und wir können es vielleicht mit Gewalt dazu bringen, dass es, obwohl es ein zu schwaches Immunsystem hat, und das zwar von der Genetik her, wegen der genetischen Lotterie, ja, und das können wir ihm zumuten. Wir können aber auch sozusagen, ist sozusagen eine palliativ begleiten, eine sanfte, mit Schmerzmitteln geprägte, wir reden ja immer von dem Traum eines sanften Massageöls mit Morphium drin oder so. Ich weiß gar nicht, ob das durch die Haut durchgehen würde, aber das wäre doch etwas, worüber man nachdenken kann, dass man also mit einer liebevollen Massage helfen kann, Schmerz zu dämpfen und dann wirklich diese Kinder friedlich einschlafen zu lassen. Und das, wenn das die moderne Medizinethik wird, dann wird nicht mehr völlig unsinnig, auch dass eine gesamte Volkswirtschaft riskiert und gefährdet, nur um Leben um jeden Preis und in jeder Situation zu retten, um jeden Preis. Ne? Ich glaube, ich hoffe, es ist verständlich geworden, dass wir da eine sachliche, naturwissenschaftlich fundierte neue Perspektive brauchen. Jenseits einer gewinnorientierten und profitorientierten Ethik in den eigenen Geldbeutel hinein, sozusagen. Ja, und deswegen, also da waren ja sehr interessante Sendungen, war ja gewesen über die Sozialdarwinisten. Ja, wir sind ja also als echte Biologen, manche haben uns ja schon mal auch die biologische Linke genannt, sozusagen, was auch nicht stimmt, denn Naturwissenschaftler sind nur der Wahrheit verpflichtet und nicht irgendeiner dieser politischen, immer irrtumsbehafteten Strömungen, ja. Aber wir distanzieren uns ja sehr stark von den Fehlern und Irrtümern der Sozialdarwinisten, ja. Bei uns geht das ganz sachlich zu. Also wir lehnen auch alles, ja, Sozialdarwinisten, was haben die alles für Grausamkeiten nachgedacht? Ne? Dass sie haben tatsächlich zum Beispiel darüber nachgedacht, Menschen zu sterilisieren, also Körperverletzung, der Staat als Körperverletzer, ja, das ist ja noch viel schlimmer als die Zwangsimpfung als Körperverletzung, ja. Und dann haben diese Sozialdarwinisten tatsächlich nachgedacht über Euthanasie. Das ist natürlich sozusagen völlig grausam, sozusagen erwachsene Menschen mit einer Persönlichkeit sozusagen dann zu ermorden und so weiter. Das geht ja gar nicht, ja, und so weiter. Ja, das ist eben ein Riesenunterschied, einer Mutter das Recht zu geben, da wegen der riesigen Schäden eines Kindes oder wegen der Unfähigkeit, diesem Kind etwas ein gutes Leben bieten zu können, sozusagen es dann abzulehnen direkt nach der Geburt. Und dann sozusagen nicht mein Bauch gehört mir, sondern auch mein Neugeborenes gehört mir. Und dann frei darüber zu entscheiden, ob es leben soll oder nicht, ja, sozusagen das und dann sozusagen den Ärzten die Möglichkeit zu geben, dass in den ersten Lebensjahren, solange das Kind noch keine eigene gefestigte Persönlichkeit hat, noch keine Ziele im Leben hat, noch keine Perspektive im Leben hat und so weiter, dann, dass die Ärzte eben dann mit den Müttern gemeinsam entscheiden dürfen, dass nicht jedes Kind um jeden Preis unbedingt gerettet werden muss. Aber wenn es dann in den Bereich kommt,
in das Alter kommt und in einem Zustand ist, wo es schon eine Persönlichkeit hat, schon eine Perspektive im Leben hat, vielleicht schon eigene Gedanken und Ideen entwickelt hat und so weiter. Ab dem Moment gilt natürlich wirklich, dass wir zwar nicht um absolut jedem Preis, aber dass wir trotzdem jedem dann eine Vollversorgung, eine gesundheitliche Vollversorgung angedeihen lassen, ja? Und wir können dann sogar noch diese Vollversorgung ausweiten gegenüber dem jetzigen Zustand, weil wir, wenn wir durch die Präventivmedizin und die Gesundheitsförderung insgesamt so viele Gelder einsparen, ja, so viele Milliarden pro Jahr einsparen, können wir auch uns leisten, die durchschnittliche Grundversorgung unseres Gesundheitssystems eher noch anzuheben. Das heißt, wir können dann uns auch leisten, sogar 90-Jährigen noch Hüft- und Kniegelenke und so weiter zu geben, wenn das wirklich unbedingt nötig sein sollte. Wir können uns also dann aufgrund der Einsparung viel mehr leisten als bisher. Denn auch bisher müssen wir uns klar sein, auch unser jetziges Gesundheitssystem hilft nicht um jeden Preis, ja, sondern es hat sozusagen seine übliche Versorgungsweise sozusagen, ja, und es wird auch da nicht alles bezahlt. Schluck Wasser. Ja, also durch die Reform der Next Scientist for Future können wir also eine bessere Grundversorgung bieten, auch insgesamt. Ja, deswegen muss man ganz klar unterscheiden zwischen sowas wie der evolutionsbiologischen Rechten, die sehr primitive Modelle hat und eben dazu neigt, auch sehr grausam mit Menschen umzugehen, und eben einer evolutionsbiologischen Linken, die man natürlich dann nochmal von Naturwissenschaftlern unterscheiden muss, die natürlich noch viel präziser sind. Und die, aber diese, schon diese evolutionsbiologische Linke denkt natürlich viel menschenfreundlicher und ist weiter entfernt von diesen grausamen Haltungen, wie sie eben die evolutionsbiologische Rechte gezeigt hat. Na, man kann ja auch Adolf Hitler als evolutionsbiologischen Rechten bezeichnen, der also ja auch nicht vor allen möglichen Grausamkeiten zurückgeschreckt ist und also wirklich mit Menschen grausam umgegangen ist, was natürlich jeder vernünftige Biologe grundsätzlich ablehnt und verurteilt, ne? Ja, dann also gehen wir doch mal nochmal auf unser Tagesthema. Also lieber Dr. Markus Krall, wir würden Sie ja gern mal mit Ihnen talken, ja? Und lieber Christian Felber, auch mit Ihnen würden wir gerne talken von der Gemeinwohlökonomie GWÖ. Ja, das sind, Sie müssen, ich versuche Ihnen mal ein Bild zu machen. Für Naturwissenschaftler, für echte Naturwissenschaftler ist freier Markt, den Sie, oder überhaupt jede Form von Markt, lieber Herr Felber, Sie befürworten ja auch noch Markt. Sie kritisieren zwar Kapitalismus, aber befürworten Markt. Jede Form von Markt- und Arbeitsteilung, die nicht systematisch durch Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten, Wirtschaftswunderdaten und andere Steuerelemente oder ähnliches systematisch gelenkt sind, müssen Sie verstehen, also wie ein Tyrannosaurus Rex oder ein Godzilla. Sie kennen diese Bilder aus dem Fernsehen, ja? Tyrannosaurus Rex oder Godzilla. Stellen Sie sich vor, der läuft durch die Stadt völlig ohne Lenkung, ohne Schutzkäfig, ohne Schutzdach. Genauso schrecklich ist das, wenn Markt- und Arbeitsteilung ungelenkt und ohne Schutzdach durch die Welt, durch die Städte wandern. Sie ziehen eine Spur an Toten hinter sich her. Und genau das machen Markt- und Arbeitsteilung. Markt- und Arbeitsteilung, die ungelenkt sind, ziehen einen Leichenberg hinter sich her. Ja, die Haupttodesursache der Menschheit überhaupt ist ungelenkter Markt- und Arbeitsteilung. Ja, ich mache nur ein Beispiel dazu noch. Eines von Millionen Beispielen, die man machen könnte.
Ich verweise auf all die anderen 600 anderen Sendungen, wo alles ausführlich erklärt wird. Ja, hier haben wir den ersten Frühhändler und der sagt, ist noch in der Wahrheit und sagt, ihr dürft auf keinen Fall das moderne Zeugs essen, ihr müsst euch naturbelassen ernähren, alles was Natur ist und so weiter, darauf ist eure Genetik eingestellt, euer Stoffwechsel genetisch geeicht. Wenn ihr was anderes esst, kriegt ihr sofort Immunschwäche und werdet krank. Na, das ist doch ein guter Frühhändler. Und dieser Früharzt ist der Frühhändler ist der Erste, der sich irrt und der sagt, nein, ich mach mit Zucker und mit Salz und Süßstoffen und allen möglichen Chemikalien und so weiter, baue ich euch neue Nahrungsmittel und die sind genauso gesund wie alles andere, alles Naturbelassene auch. Die sind nur viel billiger und dadurch habt ihr einen großen Vorteil. Also, liebe Leute, kauft bei mir. Ja, und er glaubt diesen Irrtum und dadurch kaufen die Leute bei ihm, werden chronisch krank und ist ja, schauen Sie sich nochmal im Geiste an, gerade so ein USA, in USA solche übergewichtigen Leute mit 300 Kilo Gewicht, 400 Kilo Gewicht, 500 Kilo Gewicht, was das ein Leiden erzeugt, diese gewinnbringenden Irrtümer. Und diese gewinnbringenden Irrtümer verbreiten sich eben, weil der hier eben viel verkauft und zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren kann und der Vorfahre von Lidl, Aldi und von Alnatura und so weiter wird, ne? Zwangsläufig. Und das bedeutet also, Markt- und Arbeitsteilung frei rumlaufen zu lassen, ist genauso gefährlich wie Tyrannosaurus Rexus, Rex und Godzilla einfach so frei rumlaufen zu lassen. Das führt zu Massen an Toten. Ja? Und genau das, lieber Dr. Markus Krall, fällt Ihnen schwer zu verstehen. Also ich hoffe, Sie haben jetzt verstanden, dass die Naturwissenschaft beweist, dass Markt- und Arbeitsteilung frei rumlaufen zu lassen, ungelenkt frei rumlaufen zu lassen, ohne Schutzdächer, dass das quasi Tötung von Menschen bedeutet. Ne? Ja. Dann nochmal. Vielleicht brauchen wir eine andere Kurznachricht nochmal zwischendurch. Vielleicht brauchen wir die United States of Northern Europe gar nicht, von denen wir schon oft gesprochen haben, mit Englisch als Kernsprache, sondern wenn jetzt jeder einzelne Staat nach und nach durch die Next Scientist for Future die 20 Reformen bekommt und dann auch dadurch auch rein defensiv pazifistisch wird, und danach also wir einen abrüstungsmäßigen Abbau weltweit bekommen, dann können wir auch einfach so alles so lassen. Dann brauchen wir keine größeren militärischen Einheiten mehr, sondern dann sind wir ja alle in einem Abrüstungsprozess drin. Und wenn wir dann alle sozusagen alle Staaten auf das Minimum reduziert werden, ja, zum Beispiel das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden wäre dann der Kern des übrig bleibenden Staates, weil dort eben berechnet werden muss, wer wie viel Verdienstzuschläge gibt, denn wir wollen ja nicht Arbeitsteilung und Markt abschaffen, sondern wir wollen ja sozusagen durch Wohlfühlstimme, Gesundheitsdaten, Langlebigkeitsdaten sozusagen, wollen wir ja sozusagen Verdienstzuschläge errechnen und das muss natürlich das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden mit den entsprechenden statistischen Ämtern der Länder und so weiter berechnen. Und dafür brauchen wir also einen Reststaat. Ja, wir werden dann sehen, wie viel noch übrig bleibt, wie viel noch wir an Polizei brauchen, wenn die Menschen eben nicht mehr aufgehetzt zur Gewalt und zu Straftaten und so weiter durch Markt- und Arbeitsteilung sind. Denn ungelenkter Markt, will ich jetzt nicht erläutern, das würde zu weit führen. Ungelenkter Markt- und Arbeitsteilung führen zur Kriminalität. Ja? Fördern direkt, unmittelbar Kriminalität in vielerlei Hinsicht. Ne? So, und damit auch und auch Kriegsbereitschaft, selbstverständlich, was sich ja schon tausendmal geäußert hat. Ja.
Ja, so, dann schauen wir uns jetzt noch mal die Tagesthemen an. Tagesthemen. Und ja, Greta Thunberg und Fridays for Future. Die irren sich beide auch. Ja? Auch die sympathisieren zum Beispiel mit der Gemeinwohlökonomie teilweise und verstehen dabei nicht, dass Markt generell ein Killer ist. Dass also die Gemeinwohlökonomie mit ihren Marktaspekten fast genauso gefährlich und schädlich ist wie die freie Marktwirtschaft eines Dr. Markus Krall. Ja, da sind zwar dann kleine Unterschiede, aber der Großteil der Gefährlichkeit, nochmal an euch, an Greta Thunberg und Fridays for Future, nochmal der Hinweis. Karl Marx hat die Gefährlichkeit von Markt- und Arbeitsteilung um den Faktor 100.000 unterschätzt. Karl Marx war ein Verharmloser von Markt- und Arbeitsteilung. Ja, die Schädlichkeit ist viel größer und deswegen, liebe Greta Thunberg, lieber Markus Krall, lieber Christian Felber von der GWÖ, liebe Fridays for Future, erkennt hoffentlich mit Hilfe aller 600 Sendungen jetzt endlich, dass Markt- und Arbeitsteilung der größte Mörder der Menschheit sind. Kriegstreiber, Ernährungskiller, Medizintote und so weiter. Ja, also das ist die Haupttodesursache der Menschheit ist Markt- und Arbeitsteilung. Ungelenkt, in der ungelenkten Form. Und auch bei der GWÖ ist die Lenkung viel zu gering. Da ist viel zu wenig Lenkung. Ja, da fehlt die Lenkung dahin, dass festgestellt wird, ob irgendetwas, zum Beispiel ein Biobäcker, der bei der GWÖ ganz hohe Punkte bekommt, ja, und dann also eine ganz hohe, gute Gemeinwohlbilanz bekommt, kann sich durch die Wohlfühlstimme und die Gesundheitsdaten und Langlebigkeitsdaten als in Wahrheit Killer erweisen. Ja, denn die GWÖ hat kein Instrument, die eigentliche Gefährlichkeit dieses Biobrotes für die Menschen zu messen. Das hat sie nicht. Und deswegen fehlt ihr alles. Ja, also das noch einmal. Karl Marx hat die Gefährlichkeit von Markt- und Arbeitsteilung in der ungelenkten Form um den Faktor 100.000 unterschätzt. Es ist ein Verharmloser sozusagen, Karl Marx. Deswegen, liebe Fridays for Future, wendet euch endlich den Realisten zu, den nextscientistsforfuture.de. So, ja, aber das war's dann mit dem Tagesthemen. Jetzt nochmal ganz kurz unsere Themenliste für den. Also, ich hoffe ja, dass wir mit dem Herrn Stut, mit dem wir heute telefoniert haben, oder demnächst mit dem, eine andere Sendung hat sich schon gemeldet, dass sie uns mit uns talken will, dass wir das also dann sozusagen ACU Nummer 3 nennen, den außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss Nummer 3, denn bisher gibt es ja die zwei anderen, ja. Einmal mit den Rechtsanwälten und da andererseits rund um Bodo Schiffmann und dann machen wir halt den ACU Nummer 3. Ne? Und dass wir dann eben so Punkte bringen. Erstens, sprechen müssen wir über Themen sprechen. Unterschied zwischen Ausnahmeärzten und Psychologen und Mainstream-Fachleuten. Ja? Dann darüber, Wolfgang Wodak ist ein linker SPDler. Ich bin auch so ein Typ, eher wie Wodak und Precht, ja? Richard David Precht. Und damit wir ein für alle Mal quasi diesen Versuch,
jeden Corona-Nachdenklichen wegzuschieben in die rechte Ecke, sozusagen nochmal klar machen. Wenn man die Next Scientists for Future irgendwo politisch einordnen wollte, was bei Wissenschaftlern eigentlich nicht zulässig ist, dann könnte man sie am ehesten zwischen SPD und Grüne einordnen. Ja? Und den Wolfgang Wodak ist eher ein linker SPDler, der natürlich gelernt hat, dass man immer Pharmaindustrie kritisch analysieren muss und sagt, analysieren muss, ja. Und deswegen ist es jetzt so wichtig. Auch der Herr Stuth hat die eine von den beiden Krankenschwestern war ausgesprochen ursprünglich aus einer eher linken Szene gekommen, ja. Wir müssen also klar machen, also diese Krankenschwesterin kommt aus der linken Szene und ist trotzdem nachdenklich über Corona. Und genauso die Next Scientists for Future kommen, könnte man wenn, fälschlicherweise zwischen SPD und Grüne einordnen und sind trotzdem Corona nachdenklich. Ich bin eher so ein Typ wie Richard David Precht und wie Dr. Wolfgang Wodak. Und der ist ein linker SPDler und ist trotzdem nachdenklich, weil nämlich es eigentlich früher immer die Linke Pharmaindustrie kritisch war, Impfindustrie kritisch war, Medizinindustrie kritisch war und nur jetzt ausnahmsweise diesmal diese Kritikfähigkeit verloren hat, weil sie irgendwie darauf spekulieren, dass sie sozusagen, wenn sie jetzt, ich sag's mal, wenn sie jetzt sozusagen alles übernehmen, was der Mainstream bei Corona sagt, dass sie dann über die Formel, ja, hört doch auf die Wissenschaft wie bei Corona, es schaffen können, könnten, dass die Gesellschaft jetzt auf die Wissenschaft hören würde, auch beim Klima. Sie erkennen nur nicht, dass das zwei völlig getrennte Paar Schuhe sind und dass die Tatsache, dass sie jetzt sozusagen auf den Mainstream hören bei Corona, dass das nicht dazu führen wird, dass die große Politik irgendwie hören wird auf die Scientists for Future beim Klima. Denn da stehen viele, das ist eine völlig andere Sache. Ne? Ja? Also, liebe Leute, also ohne die Next Scientists for Future ist leider alles Irrtum. Ne? Ja, also dann das nächste Thema würde sein, dass wir darüber sprechen, warum grundsätzlich jede Untersterblichkeitserzeugung, wie wir sie jetzt in Deutschland und so weiter haben, grundsätzlich total gefährlich und schädlich für eine Gesellschaft notwendig ist. Dann als nächstes Thema würden wir aufschlagen, dass wie sieht die Gefährlichkeitsüberschätzung aus, angesichts von Kanzler Kurz und Drosten, die ja letztendlich für Schweden 100 bis 130.000 Corona-Tote vorhergesagt haben und tatsächlich nur 6.000 und sozusagen und wie ja und als Weißrussland, das sind die zwei wichtigsten Bezugspunkte Schweden und Weißrussland, die uns zeigen können, dass es hier um einen drastischen Gefährlichkeitsüberschätzungsbias geht. Ja, dann das nächste Thema wäre dann, dass wir diese mimetisch-genetische Evolutionsanalyse-Technik sozusagen machen müssen, die ich ja heute auch schon zweimal kurz gemacht habe. Also dieses Schaubild mit den Evolutionsverläufen. Dann, dass wir über die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege sprechen müssen, dass wir unbedingt die öffentlich-rechtlichen Medien werbefrei bekommen müssen, weil daher die Evolutionsprozesse so verlaufen sind, zwangsläufig, dass Journalisten, die genauso denken wie die Pharma- und die Impfindustrie, mehrheitlich eben automatisch auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern vertreten sind und von daher also sozusagen keine Unabhängigkeit entsteht, sondern Evolutionsprozesse verlaufen sind, die zu einer übergroßen Zahl von Journalisten geführt haben, die der gleichen Meinung sind wie ihre größten Werbekunden, die pharmazeutische und medizinische Industrie. Ja?
Und dann wird das Teil dieses Themas sein, wie sorgen wir also durch die 20 Reformen dazu, dass es nie wieder solche Phänomene geben wird wie Schweinegrippe oder Corona. Ne? Nie wieder. Wie sorgen wir dafür? Und dann das letzte Kapitel wird sein, was hätten wir der Regierung geraten, wenn sie so klug gewesen wäre, uns um Rat zu fragen? Ne? Ja gut, das ist das, was hoffentlich jetzt in den nächsten Tagen dann als Sendung kommt. Dritter Corona-Untersuchungsausschuss. Außerparlamentarischer Corona-Untersuchungsausschuss Nummer 3. Ja, ich denke, ich habe nichts vergessen. Das war's für heute. Ja, vielleicht nochmal herzliche Einladung, in unsere wissenschaftliche Tagesschau heute zu kommen. Eine Telefonkonferenz, Talkshow mit Schaubildern und so weiter und Fotos. Und jetzt hier, ja, das war's wohl für diese jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Tschüssi, bis bald.